Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem kleinen, aber feinen Nintendo Switch Unboxing. Ich weiß, Nintendo Switch Unboxing gibt es auf YouTube sicherlich schon wie Sand am Meer. Soll jetzt natürlich hauptsächlich an meine Stammzuschauer gerichtet sein. Ich will einfach mal zeigen, dass ich mir ein neues Spielzeug zugelegt habe. Eine Switch mit 3 Spielen, einen zusätzlichen Controller noch dazu. Natürlich möchte ich auch sagen, die Switch habe ich jetzt nicht hauptsächlich für diesen Kanal mir zugelegt. Das ist eine Just for Fun Konsole für meine Frau und mich. Wir sind mega Mario Fans, Mario Kart und wie sie nicht alle heißen. Es gibt auch viele Mario Party Spiele, die richtig, richtig geil sind. Aber ich möchte vielleicht den ein oder anderen Switch Stream mal auf meinem Kanal zeigen. Vielleicht Mario Kart 8 mit meiner Frau sogar zusammen. Die ist nämlich richtig gut. Von mir gelernt, macht mich jetzt regelmäßig in Mario Kart 8 platt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch das vorstellen könnt auf meinem Kanal. Und falls nicht, werde ich es trotzdem zeigen, weil es ist ein Gaming-Kanal und kein Apex-Kanal oder kein PS4-Kanal. Ich habe da sicherlich bald mal Bock drauf. Also in den nächsten Wochen wird es nicht so sein. Mario Maker 8 wird vielleicht auch irgendwann mal dazukommen. Das ist ein richtig geiles Spiel. Da kann man vorgefertigte Games von Zuschauern mit Code einbinden. Dann kann man dann von Abonnenten zum Beispiel kreierte Level spielen. Und das finde ich eine richtig geile Idee. Gützli, der Schweizer YouTube-Kollege, der sich vielleicht das Video anguckt, der streamt das gelegentlich und das ist richtig geil. Ich bin ein absoluter Fan von Mario. Das habe ich wahrscheinlich jetzt schon 2-3 Mal erwähnt. Lasst dem Video auf jeden Fall einen Kommentar da. Einen Daumen nach oben würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und ich würde sagen, jetzt fangen wir direkt mit dem Unboxing an und wünsche euch viel Spaß dabei. So, fangen wir direkt mit dem Unboxing an. Also mir ist, wie gesagt, echt bewusst, dass sich Unboxings, meine Fresse, schweres Wort, über die Nintendo Switch sicherlich geben wird. Ich mache das jetzt rein für meine Stammzuschauer, einfach um mal so ein bisschen mein neues Spielzeug zu präsentieren. Ist übrigens, wer das jetzt noch nicht mitgeklickt hat, es gibt jetzt aktuell noch für 289 Euro bei Mediamarkt eine Version. Das sind 35 Euro Nintendo eShop. Hier. Kostenlos mit dabei, da könnt ihr euch für 35 Euro in dem Nintendo eShop irgendwas runterladen. Die kostet normalerweise, die Nintendo kostet normalerweise 309 Euro, soweit ich das weiß. Bei Amazon und bei Mediamarkt, wie gesagt, gibt es gerade die Aktion. Hier haben wir die Konsole, die reine Konsole, das Tablet sozusagen, könnte man sagen. Für alle, die so noch nicht gesehen haben. Ich hoffe, dass es mit der Kamera so ein bisschen passt. Ich mache das nämlich mit meiner Facecam und habe meinen, ich sag mal, Zockerplatz so ein bisschen umgebastelt, dass ich das so ein bisschen zeigen kann. Wie gesagt, ich weiß, dass die Switch schon lange draußen ist und dass ein Unboxing auch nicht unbedingt das Besonderste ist. So, jetzt haben wir hier die zwei Joy-Cons. Die finde ich farblich sehr, sehr geil. Ist klar, muss man nicht viel zu erzählen. Die drei Spiele, die ich dazu gekauft habe, die zeige ich euch auch gleich noch. Jetzt machen wir erstmal den Karton weg. Weg damit. So, was haben wir hier Schönes? Das ist der Controllerhalter. So, da kommen die Joy-Cons links und rechts rein. Ich schaue mal kurz, ob ich das auf der Schnelle auch hinkriege. Ich will mich jetzt hier nicht falsch machen. Falsch, so rum. Genau, die kommen so rein. Rasten dann ein, zack. Der kommt so rein und dann könnt ihr den Controller so in der Hand halten und dann rumdaddeln. Ich freue mich schon aufs erste Mal anmachen. Aufs Anmachen, geil. So, den legen wir hierher. Ein bisschen Verpackungsmaterial. Dann haben wir hier, das ist wahrscheinlich der Standfuß. Ich muss mir irgendwann mal, wenn ich öfters mal ein Unboxing mache, mal einen besseren Arbeitsplatz dafür suchen. So, hier kann man die ganze Kabellage verstecken, die man anschließt an die Switch. Die Switch kommt hier so quasi oben rein. Ich zeige euch das jetzt mal hier nicht. Es macht sich ein bisschen ungünstig, oder? Genau, kommt hier rein. Als Station, wenn man am Fernseher spielt, kann man das hier anschließen. Hier klappt man das auf. Da hat man hier verschiedene Kabel, die man hier so reinsetzen kann. Dann hat man hier, sieht man das, mehrere Anschlüsse, HDMI. Hier ist noch ein USB und das Powerkabel. Das ist klar. Manchmal wieder auseinander. So, das ist der Standfuß. Was haben wir hier? Ach so, hier gibt es noch so eine Schutzteile. Das sind so eine Schutz,
sag mal, Überzüge. Wenn man jetzt nämlich bei dem Controller, jetzt muss ich mal gucken, hier gibt es nämlich so eine Rastfunktion, diese Knöpfe, die muss man drücken und dann kann man das ganz einfach hier wieder aus der Halterung ziehen. Dann kann man nämlich hier diese Teile zum Schutz drüber machen. Jetzt muss ich noch mal gucken, ich glaube, hier gibt es ein bisschen was zu beachten. Die sind nämlich, glaube ich, nicht 1:1 gleich. Made in China, hurra. Okay, ich glaube, es ist doch eigentlich relativ simpel. So rum. Oder? Nee, das ist nicht richtig. Moment, jetzt muss ich das selber mal für mich rausfinden. Was sind die beschriftet? Ach, plus hier, haben wir es doch. Ja, es gibt halt auch Pannen bei einem Unboxing. Ihr seht, ich weiß, ich kann jetzt nicht genau sehen, ob ihr das auch sehen könnt. Hier ist einmal ein Plus und einmal ein Minus. Plus, achso, stopp, hier ist Minus. Hier haben wir das Minus. Hier so. Und bei dem Orangenen ist hier ein Plus. Also ganz wichtig darauf achten, wenn ihr das irgendwie mal falsch anschließt, kann das sein, dass ihr diese Halterung nicht wieder richtig rausgeht. Dann dreht ihr das hier rum. Moment, das will aber immer noch nicht. So, Fehler gefunden. Jetzt habe ich es rausbekommen. Wie gesagt, wenn ihr mit den Dingern ja einzeln daddeln wollt, wenn ihr zum Beispiel Mario Kart spielt zu zwei, dann hat jeder so einen Joy-Con in der Hand, dann könnt ihr hier so zocken. Es ist echt recht klein. Und wenn ihr die Joy-Cons einzeln in der Hand habt, macht ihr diese Schutzteile drauf. Weil hier sind auch noch so Knöpfe, die ihr bedienen könnt. Damit aktiviert ihr dann diese Knöpfe. Also die müsst ihr unbedingt drüber machen, sonst funktioniert, glaube ich, das Ganze nicht. Also hier, Minus und Minus, ganz klar. Ihr macht das ganz vorsichtig drüber, bis das einrastet. Und wenn ihr es wieder abmachen wollt, drückt ihr wieder diesen Entriegelungsknopf. Und da geht es dann nämlich manchmal ein bisschen schwer. Und da habe ich immer Angst, dass ich irgendwas kaputt mache. Ich hatte nämlich schon mal von einem Kumpel leihweise die Joy-Cons bzw. Nintendo. Und da dachte ich, ich habe irgendwas falsch angeschlossen. Es geht echt kompliziert. Und bei Plus und Plus ist es natürlich auch gleich anschließen. Bis es klack macht, beim Entriegeln wieder den Knopf hier unten drücken und auch gedrückt halten wahrscheinlich, damit das easy wieder abgeht. Und das war's. So, jetzt haben wir einfach nur noch so ein bisschen eine Betriebsanleitung. Muss man nicht viel zu erzählen. Ein HDMI-Kabel, auch klar. Hier haben wir das Powerkabel. Wie gesagt, das kann man dann alles hier in diesen Schlitz verstecken, damit das alles einheitlich drin versteckt ist und man nicht so viel Kabellage hat. So. Gibt es noch was zu erzählen? Natürlich. Ich mache das jetzt mal spiegelverkehrt, damit ich hier nichts falsch mache. Jetzt muss ich selber erstmal gucken. Das ist oben. Genau, ich drehe das jetzt mal um. Plus kommt hier an die rechte Seite und Minus an die linke Seite. Also wenn ihr mal als Handheld spielen wollt, ist natürlich auch geil, habt ihr das so in der Hand. Mega geil, ich drehe das jetzt mal rum hier so für mich, dass ich einfach mal so ein bisschen gucke, wie es in der Hand sich anfühlt. Das ist ein absolut geiles Ding. Ich finde auf jeden Fall die Switch, das hat in meiner Sammlung noch gefehlt. Das sind die drei Spiele, die ich mir noch geholt habe. Einmal Mario Odyssey, zu jeder Nintendo gibt es ein neues Mario-Spiel. Ist klar, ich finde dieses Spiel mega geil, ich habe es auch schon mal durchgespielt bei meinem Bruder. Grüße gehen raus. Mario Kart 8, das finde ich ein bisschen schade bei Nintendo. Ich habe das Mario Kart 8 für die Wii U. Im Prinzip hat sich bei dem Spiel groß nicht wirklich was verändert. Die Strecken sind alle gleich, es gibt ein paar mehr Fahrer, es gibt ein paar mehr Karts und soweit ich weiß, gibt es noch einen Arena-Modus, den es in früheren Mario Karts schon gab. So, und dann haben wir hier noch das neueste Mario Party, das soll auch mega, mega geil sein. Von der Wii U gab es ein Mario Party, das fand ich mega langweilig und absolut enttäuschend. Da sagte mein Bruder, das soll richtig geil sein und deswegen möchte ich das auf jeden Fall mal antesten. Ich bin mal gespannt, was zu meiner Sammlung noch so alles dazu kommt. Ach, na eben, ich habe ja noch mehr. Ein Reserve-Controller. Ich zocke nämlich liebend gern mit Controller. Ich finde die Joy-Cons, jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir hier so einen abmachen. Ich habe Arschriesenhände. Ich habe eigentlich Klavierfinger oder Frauenarzthände, wie viele immer sagen. Und wenn du da jetzt Mario Kart zockst und hier die engen Finger und alles so eng aneinander, das geht mir voll auf den Sack. Man kann damit spielen, keine Frage, wenn man zur Not nichts anderes da hat. Aber ein richtiger Gamer braucht einen vernünftigen Controller. Deswegen habe ich hier Nummer 1, Ladekabel, Betriebsanleitung, braucht kein Mensch. Jeder weiß, wie man Controller anschließt. So, hier haben wir einen originalen Nintendo Switch Controller. Damit kann man auf jeden Fall besser daddeln. Für alle,
die mich kennen, ich spiele halt PS4 und ich brauche einen vernünftigen Controller in der Hand. So wie es mein SCUF ist, brauche ich für die Nintendo auch einen vernünftigen Controller. Der sieht zwar nicht ultra geil aus, der ist halt original, aber schönere gibt es, soweit ich weiß, zurzeit noch nicht. Ich hatte eigentlich einen schöneren im Mario Odyssey Style gefunden für 25 Euro oder für 35 Euro. Der ist aber kabelgebunden, den fand ich voll scheiße. Ich brauche einen kabellosen. Das war mein kleines, aber feines Unboxing. Wie gesagt, ich will nochmal betonen, ich weiß, dass es von der Switch genug Unboxings gibt. Darum ging es nicht. Ich will einfach so ein bisschen für meine Stammzuschauer zeigen, dass es eventuell bald auf dem Kanal auch was Neues gibt, auch wenn das eher weniger ist als auf der PlayStation 4. Mich würde es freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Ein Abo, wenn ihr neu seid. Für alle, die wirklich absolute Nintendo-Junkies sind und neu sind. Ich denke, wenn man richtiger Knaller, wie vielleicht das zukünftige Zelda Link's Awakening, das ist ein Remake vom Game Boy. Das ist, glaube ich, der allererste Zelda-Teil überhaupt. Ich bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Das ist zum Beispiel ein Spiel, könnte ich mir vorstellen, dass ich das auch auf meinem Kanal richtig fest bringe. Ansonsten soll es das von mir soweit gewesen sein. Ich hoffe, euch hat dieses Unboxing gefallen. Das war es soweit von mir. Daumen hoch, Abo da lassen. Adieu, ciao.